Das Wintersemester geht los. Wie finanziert man das eigentlich? BAföG zum Beispiel? Aber vom Antrag, da hat man schon ganz viele Horrorstories gehört. Ist das nicht super kompliziert und unheimlich bürokratisch? Wir klären auf, was ist dran an diesen Mythen. Mein Name ist Ria und das hier ist Debunked. Mythos Nummer 1. Der BAföG-Antrag ist zu kompliziert. Bisher war es so, dass man den BAföG-Antrag zwar online ausfüllen konnte, aber dann musste man ihn ausdrucken und zum Beispiel zum BAföG-Amt faxen. Oder man brauchte eine E-ID. Wer hat denn sowas? Das haben wir geändert. Der BAföG-Antrag ist jetzt komplett digital möglich. Du kannst auch später noch BAföG beantragen und musst es nicht vor dem ersten Semester machen. Wir haben in der Reform die Altersgrenze hochgesetzt, sodass man auch nach dem 30. Lebensjahr auch zum ersten Mal noch BAföG beantragen kann. Mythos Nummer 2. Dank BAföG gerät man in die Schuldenfalle. Das BAföG ist von Anfang an zu 50% ein Zuschuss. Das bedeutet, du musst am Ende auch nur die Hälfte zurückbezahlen. Und auch diese Summe ist gedeckelt auf maximal 10.000 Euro. Gerade zu Beginn des Studiums klingt das erstmal nach furchtbar viel Geld. Das ging mir damals auch so. Aber ich konnte das dann über die 5 Jahre, die ich Zeit hatte, ganz gut zurückzahlen. Und für diejenigen, die das nicht schaffen sollten, gibt es dann nach einer gewissen Dauer auch die Möglichkeit eines sogenannten Restschuldenerlasses. Das bedeutet, wenn man nicht kann, dann muss man die Summe auch nicht zurückbezahlen. Mythos Nummer 3. Wenn meine Eltern ganz gut verdienen, dann bekomme ich kein BAföG. Und zwar auch dann, wenn ich von ihnen keine finanzielle Unterstützung erhalte. Erstmal ist wichtig zu sehen, BAföG ist eine Sozialleistung. Das heißt, es ist für diejenigen, die sich sonst das Studium nicht leisten können. Aber wir haben in unserer jetzigen Reform gerade erst die Freibeträge um 20,75% erhöht. Das bedeutet, dass jetzt auch mehr Menschen, deren Eltern ein bisschen mehr verdienen, auch BAföG bekommen können. Wenn sich das Einkommen deiner Eltern während des Studiums verändert, dann kannst du außerdem einen Aktualisierungsantrag stellen. Das bedeutet, die Situation kann dann nochmal angepasst werden und du bekommst vielleicht mehr BAföG, wenn deine Eltern arbeitslos werden zum Beispiel oder Einnahmen wegbrechen. Jahrelang wurde das BAföG verkompliziert und ging immer mehr an der Lebensrealität junger Menschen vorbei und hat dadurch immer weniger Studierende erreicht. Wir haben eine Trendumkehr eingeleitet. Mit den Ampelfraktionen haben wir die erste BAföG-Reform auf den Weg gebracht und damit durchgesetzt. Höhere Freibeträge, höhere Regelsätze und endlich ein digitales BAföG. Ich hoffe, ich konnte ein paar Mythen aufklären und vielleicht traust du dich ja an deinen ersten BAföG-Antrag. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schau dir doch unsere anderen Debunked-Videos an, lass ein Like da und abonniere unseren Kanal.